Ich bin Eric, das ist Jennifer. Wir arbeiten als Ersthelfer. Ich bin Intensivschwester, mein Mann Sanitäter bei der Feuerwehr und mein Sohn Rettungssanitäter. Wir haben 3 Hunde. Baba ist unser Ältester. Er ist ein 8-jähriger Pitbull-Mischling. Baba will den Rest seines Lebens eigentlich nur auf der Couch verbringen. Dann haben wir noch Angus. Er wird von uns am meisten verwöhnt. Er liebt es zu kuscheln, weshalb wir ihm einiges durchgehen lassen. Und dann gibt es noch Bella. Auf geht's. Sie ist auch ein Pitbull. Bella ist die Verrückteste. Sie muss immer im Mittelpunkt stehen und hat viel Energie. Ja. Sie will ihnen das Spielzeug abnehmen. Wir haben keine Kontrolle über sie. Es ist katastrophal. Sie verdirbt einem die Laune. Wenn die Jungs herumalbern, geht sie gleich dazwischen. Einmal hat einer von unseren Söhnen gelacht und das hat sie gereizt. Sie hat ihn ziemlich heftig gebissen und er musste genäht werden. Bella wird bei anderen Hunden in der Nachbarschaft aggressiv. Plötzlich sieht sie rot. Bella, komm! Sie macht die anderen Hunde nervös und aggressiv. Erst kürzlich hat sie Baba attackiert. Er hat sich gewehrt und ihr in die Schulter gebissen. Sie musste operiert werden und hatte eine Drainage. Sie war schwer verletzt. Das hat sie jedoch nicht zurückgehalten und beim Tierarzt wollte sie die anderen Hunde angreifen. Ich habe Angst, dass ich sie eines Tages nicht mehr aufhalten kann und die Hunde miteinander kämpfen, bis einer tot ist. Notfall beim Notfalldienst. Hört auf! Stop! Hi! Wie geht's Ihnen? Hört auf! Nicht gut. Willkommen! Wow, das ist ein lautes Bellen. Ja. Die Familie hat mich wegen Bella gerufen, aber im ganzen Rudel gab es bereits Kämpfe. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass Bella das Problem ist. Ich muss mir das gesamte Rudel ansehen. Gehen wir spazieren. Okay. Und das geht am besten bei einem Spaziergang. Mal schauen, wie sie drauf sind. Komm, Baba. Komm. Nimm Angus. Hey. Ich folge Ihnen. Ich folge Ihnen. Zeigen Sie mir Ihre Runde. Okay. Als sie das Haus mit den Hunden verließen, sah es ziemlich gefährlich aus. Was ein Spaß. Sie erlauben den Hunden vorne zu laufen. Die Hunde legen ihre komplette Kraft, Nervosität, Aggression und Aufregung in die Leine. Die Herrchen dienen hier nur als Gegengewicht und führen den Hund nicht. Schulter nach hinten. Sie behalten nicht die Kontrolle. Gut, Herr Junge. Die Hunde sollten nicht vor ihnen laufen. Bella zieht so stark, dass sie Jennifer fast aus den Schuhen holt. Also müssen wir den Hund unter Kontrolle bringen.